Das ist schon eine kleine Revolution, denn man kann jetzt geteilter Meinung sein, muss es ein Designhotel auf Rädern sein oder muss es nicht, aber Niesmann und Bischof hat hier eins geschafft, sie haben die Leute ganz schön verrückt gemacht, ja, mit diesem Grundriss. Sie hatten vorher den 1-Move, der war schon eine Kampfansage in Sachen Design, und hier haben wir den Felix mit dabei. Du hast witzigerweise den gleichen Nachnamen wie dein Papa. Ja, das ist so. Du bist der Sohn. Genau. 21 Jahre, machst gerade eine Ausbildung als Automobilkaufmann. In welchem Lehrjahr bist du? Ich bin jetzt im dritten Lehrjahr. Im dritten Lehrjahr, also drei Lehrjahre, fast fertig dann? Genau, also ich bin jetzt nächstes Jahr im Juli, werde ich fertig mit der Prüfung. Ja, das Coole ist, du hast es nicht bei deinem Papa gemacht, weil du willst hier ein bisschen, ich sag mal, die weite Welt draußen erkennen und willst danach auch erstmal lange arbeiten gehen. Das ist ganz wichtig. Du bist zurzeit beim Autohaus Unternehmer geführt, muss man sagen. Da hast du schon viel zu tun, oder? Ja, doch, auf jeden Fall. Also, ja, ich bin bei der Marke VW und ja, jeder kennt die Marke hier in Deutschland und ja, ist ein total gefragtes Produkt. Ich mache hauptsächlich auch Nutzfahrzeuge, also auch relativ ja, nah bei den Reisemobilen. Ne? Wir haben natürlich auch ja, ein wenig was von der Caravan-Branche. Wir haben den Grand California zum Beispiel, also auch da habe ich das Thema wieder direkt präsent. Ist echt dein Sohn? Das ist mein Sohn, ja. Du siehst noch so jung aus. Wie hast du das hinbekommen? Wahrscheinlich mit 11 hast du hinbekommen, oder? Jung gehalten und früh angefangen, beides, ne? Angefangen. Du warst schon hier wirklich auf dem Hof mit dem Papa dabei, als du praktisch mit der Trommel im Weihnachtsbaum gelaufen bist noch? Ja, genau. Also den Betrieb gibt es ja seit 1980 und ja, ich bin seit Anfang an dabei. Also meine Eltern ja, haben mich einfach direkt mitgenommen, ja, mich auf jede Messe mitgenommen, ja, jegliche Veranstaltung haben mitmachen lassen und ja, da habe ich einfach schon viel in meinem Leben erlebt. Ne? Hast du schon ein C1 oder ein C? Bin ich gerade bei. Okay. Also, hast du ein C oder C1? Den ganz normalen C. Den ganz normalen C, den großen, also genau. LKW-Führerschein machst genau, du dann? Genau, den großen LKW-Führerschein. Ja, demnächst. Das ist nämlich ganz entscheidend. Da lernt man viel über zum Beispiel Abfahrtskontrolle, wenn du gerade dabei bist. Da ist ja viel Theorie mit dabei. Das ist ja so ein kleiner LKW, 7,5 Tonnen, Iveco Daily. Das ist ein ziemliches Schiff, wenn man sowas noch nie gefahren sind. Du bist da schon mal gefahren hier am Hof? Ja, doch. Gerade zu Hause, ne, abgesperrtes Gelände natürlich, ja, setze ich mich dann auch mal hinter Steuer und rangiere dann mal so ein bisschen auf dem Hof rum. Und ja, habe auf jeden Fall schon meine ersten Fahrten mit so einem Fahrzeug auch hinter mir. So, wir gucken mal kurz hier vorne rein. Matthias, ich bin richtig happy mit deinem Sohn. Ich glaube, ich habe ihn mal kurz gesehen auf dem Treffen von Morelo. Warst du mit dabei? Ja, genau, da war ich auch mit bei dem Morelo oben. So, das hier ein tolles Fahrzeug. Gastank ist mit drin, trotzdem zweimal Gasflaschen. Allein die Klappen, das ist ein Hingucker. Also wir haben ja viel über den Innenraum gesprochen. Das ist sensationell, den gucken wir uns gleich an. Aber wie das hier gebaut ist, das erinnert mich doch stark so von der Art und Weise nach oben mit zweimal Gasdruckdämpfern und so. Eine eigene Liga, oder? Genau. Extrem ausgefeilte Technik, ja, unfassbar prozesssicher, vor allen Dingen über Jahre ja schon erprobt in der Art und Weise. Man sieht das auch an den Materialien, in Edelstahl ausgeführt, die Schrauben, die Scharniere, alles unfassbar langlebig auch und halt als Zentralverriegelung ausgeführt. Komplett? Komplett, ja. Komplett. Das Ganze hat nochmal Schlösser mit dabei. Allein das Schließen, das ist ein sattes Klangerlebnis, wenn du mal bitte eins zumachst, dass man das mal hört. Ja, das musste klingen. Das klingt so wie beim Nutzfahrzeug, es klingen muss. Das ist so. Ihr habt Stauraumsysteme, kommen die ab Werk oder ist das eine Option? Genau, die kommen ab Werk. Cosmotec ist also ein Zulieferer, der die liefert und die werden direkt am Band dann bei Niesmann und Bischof in Polch eingebaut. So, zur Ehrenrettung, wenn hier irgendwas nicht gehen sollte, der Wagen kam gestern, ihr habt noch keine Eingangskontrolle gemacht. Du hast gesagt, für die Dreharbeiten müssen wir den zeigen, es ist der nagelneue 2023er Niesmann und Bischof, wie heißt der ganz genau? 29, das ist ein ganz neues Fahrzeug, der erste überhaupt und ja, wir sind stolz, froh, dass wir ihn jetzt endlich hier haben, denn ja, die Nachfragen sind wirklich unheimlich groß, die Telefonanrufe, Mailanfragen und ja, jetzt können wir ihn hier live zeigen und ja, auch ohne Eingangskontrolle wird das ein Erlebnis werden. Ne? Ja, glaube ich schon. Mach mal bitte noch mal zu. Ich zeige mal gerade eine Besonderheit. Felix, wenn du mal gerade mitkommst, dein Vater ist schon ein bisschen crazy, ja. Der hat auf Lager
zum Zeigen, der nicht verkauft werden darf, ja, einen Empire-Liner. Ja. Ich glaube, es gibt nicht so viele in Deutschland, die so einen Empire-Liner einfach mal blockieren, damit der mal gezeigt werden kann. Das ist so. Es geht noch weiter. Was steht da hinten, der große? Das ist der Grand Empire, der 119er müsste das sein. Ja, mit der großen Autogarage, aktuell ja, für den Maserati. Aber da hattest du ja auch schon das Video auf dem Morelo Open gemacht. Ja, auch der ist zum Zeigen, der wird jetzt erstmal nicht verkauft, denn das Konzept bei euch ist, dass die Leute aus ganz Deutschland herkommen, teilweise auch wegen den großen Fahrzeugen und aus ganz Europa sogar teilweise und gucken sich die Autos hier an. Ein Teil des Konzeptes ist, ihr könnt die Autos zeigen. Genau, der Wagen ist aktuell jetzt bis November noch gesperrt und ja, ist... Also der geht weg? Der geht weg auf jeden Fall, ja. Und du meinst, ist der Wagen dabei, der hinten drin ist? Der ist auf Wunsch dabei. In dem Fall wird er uns aber als Solo verlassen und der Maserati wird hier bleiben und dann zurück zum Händler nach Leipzig gehen. Was ist eigentlich schon länger bei dir im Programm? Ist das jetzt Morelo oder Niesmann? Was hast du länger? Ja, Niesmann und Bischof natürlich. Wir haben seit 97 Niesmann und Bischof. Wird also 25 Jahre jetzt und sind wir mit groß geworden, haben jetzt im Frühjahr den 1000. neuen Niesmann und Bischof ausgeliefert. Nochmal 1000? Genau, 1000 und haben unfassbar gutes Verhältnis nach Polch in die schöne Eifel und sind auch wirklich, wirklich froh und dankbar, dass wir jetzt mit dem neuen Flair wirklich ein ganz tolles Produkt auch wieder anbieten können. Ne? Ja, da ist die Metallverarbeitung, hat da ein bisschen geschlammt, ist ganz verrostet. Extra. Cortenstahl ist so ein bisschen. Das soll so sein. Das soll so sein, ja, genau. Ist ziemlich cool. Ihr habt alles neu gemacht jetzt hier. Dazu gehört natürlich Cortenstahl mit dabei. Kenne ich nur aus der Grillwelt. Mhm. Wenn du irgendwas hast, das muss so sein. Das ist High-End. Das ist euer neues Gebäude. Ich denke, das Design passt ganz gut zum neuen 29er, oder? Genau. Da haben wir auch das Anthrazit übernommen, beispielsweise. Aus dem 29er? Genau. Wir haben uns da inspirieren lassen vom Ice-Move, der ja vor zwei Jahren eigentlich die gesamte Wohnmobilwelt mehr oder weniger, was das Design angeht, revolutioniert hat. Und das ist jetzt hier beim Flair übernommen worden. Ganz viele Elemente sind da adaptiert. Und wenn wir gleich reinsehen, wird das schon überzeugen auch. Ne? Hier die Schnauze ist unglaublich stromlinienförmig. Also die ist nicht so wie so eine Schrankwand, die einfach gegen den Wind fährt, sondern sie ist leicht angeschrägt. Merkst du das im Spritverbrauch? Ja, einmal merkt man es im Spritverbrauch, aber man merkt es einfach auch in der Außenansicht. Der Wagen wirkt ja lange nicht so bullig und so klobig, sondern ist vom Design wirklich mit einer wunderschönen Linie versehen und halt im Detail wirklich absolut durchdacht. Man sieht das hier beispielsweise an dem Dieseltank. Der AdBlue-Tank ist nicht so wie beim Daily Original auf der anderen Seite, sondern hier zusammengelegt worden mit sehr viel Aufwand, aber sehr verbraucherfreundlich, um dann einfach Diesel und AdBlue an einer Seite auch einfüllen zu können. So, und die ganzen USPs, wie der Fachmann ja so sagt, Felix, die kennst du ja schon. Du bist zufällig gerade hier gewesen. Du arbeitest ja nicht hier, muss man sagen. Du machst ja die Ausbildung gerade, aber so ein 929er, wenn der reinkommt, das willst du dir nicht entgehen lassen, oder? Nein, auf keinen Fall. Also ich habe das Auto natürlich auch schon auf der Messe gesehen, den Prototypen. Aber ist jetzt einfach auch geil, so ein Ding auch mal dann auf dem Hof stehen zu haben. Und das auch den ganzen Kunden zeigen zu können. Ja, Festtankkonzept, das ist auch eine feine Sache. Also für Leute, die das nicht wissen, was das ist, der hat natürlich keine Kassettentoilette. Der hat eine Festtoilette, mittlerweile auch mit 250 Liter Fassungsvermögen vom Tank her, ergänzt Frischwasser 370, ergänzt Abwasser 250, ergänzt der Gastank hier rechts dann mit 120 Liter Fassungsvermögen. Ja, da haben wir mal aufgemacht, man kann mal reingucken, das ist die Technik im Gastank. Genau, das ist die Technik mit der Fernbefüllung an der rechten Seite, das ist die Füllstandsanzeige, hier letztendlich Crashsensor und Druckminderer, entsprechende Heizung dann für den Winter über den Ice-X. Alles wirklich toll verbaut und ich glaube, man sieht das auch hier an der Seite, das ist wirklich High-End, was Technik angeht. Ja. Was sensationell ist, die Tanks oder Teile von Tanks sind später leicht servitierbar. Das ist also auch ein ganz wichtiges Thema. Das heißt, man sieht die hier mit Spanngurten befestigt, man kommt auch von außen ran. Die Tanks sind sichtbar, sie haben sogar große Revisionsöffnungen.
Ja, da hat Niesmann sehr viel Entwicklungsarbeit investiert, um einfach die ganzen Komponenten, die ja auch mal gewartet, erneuert oder revidiert werden müssen, einfach ja, zugänglich zu machen. Also auch hier im linken Bereich, wo dann die ganzen Entsorgungshähne und so weiter sind, sind überall die Möglichkeit geschaffen, um dann an die Bereiche dahinter oder an die Komponenten selber heranzukommen. Schön. Also die Klappen selber geben ein ganz tolles, homogenes Bild. Sie sind in einem Winkel drin, wo man sich möglichst nicht den Kopf stößt. Trotzdem, man muss achten, wenn sie da so hoch stehen, in einem leichten Winkel, das könnte eine Kante sein, die würde ich dann nochmal farblich kennzeichnen. Das ist so. Ist ja noch nie passiert, dass gegenlaufen ist? Nee. Da bin ich zu klein für. Ich bin zu blöd für. Also ich pack das immer, ja. Das ist so der. Es ist schön gemacht. Das hier ist eine Attrappe, oder? Das ist eine Blende. Genau, das ist die Schürze, die Buschschürze, die den Wagen einfach von außen auch unheimlich homogen wirken lässt im unteren Bereich mit diesen aufstellbaren, zentral verriegelten Busklappen und dann der entsprechend fortgeführten Schürze. Ist einfach im geschlossenen Zustand dann ein ganz homogenes, tolles, geschlossenes Bild. Ja, alle bauen gleich, Niesmann baut anders. Das erinnert mich sehr an, ich sag mal, Individualausbau hier bei Niesmann. Also von der Qualität her, hier sieht man sehr schön Victron Energy. Hier hast du die ganze 230 Volt Verkabelung mit drei FIs mit drin. Mhm. Ist hier Drehstrom drin? Nee, es ist einfach die doppelte, dreifache Absicherung für die verschiedenen Stromkreise. Achso, ihr habt drei Stromkreise. Ja, genau. Da geht es natürlich dann auch um die Verbraucher, wenn wir mit Klimaanlagen und so weiter arbeiten, die dann aufgeteilt viel, ja. Genau, die viel Strom ziehen und ja, ergänzt dann durch die Victron Anlage, die CBE-Module, hier der Ladebooster von Schaut, ganz wichtig fürs Laden der Batterien, der Lithium-Batterien, übrigens 400 Ampere-Stunden in diesem Fall. Da geht übrigens noch mehr, da gehen noch mal zwei rein, also 600 wären ab Werk möglich, direkt. Genau. Ansonsten wär hier zum Beispiel noch Platz, hier können wir auch noch ein paar reinbauen. Naja, da ist auf der rechten Seite ist der Platz, da sind ja schon diese zwei ersten jeweils 100 Ampere Lithium-Batterien zu sehen. So, Airline-Schienen sind mit drin. Genau. Das Coole ist, bleibt mal gerade beide da stehen, ich zeige euch mal, es regnet nämlich ein bisschen. Das ist ein nettes Gadget, du kannst beim Einladen, wirst du nicht nass. Ja, die Klappen nach oben, die Quad-Klappen, so wie wir sie nennen, sind wirklich schön, weil man hier wirklich auch bei leichtem Regen dann drunter stehen kann, nicht nass wird. Oder gell, Felix? Ja, auf jeden Fall. Du warst direkt unter der Klappe. Ja, genau. Ich sag mal, wir sind alle Camper, wir sind ja nicht aus Zucker, aber ist doch ganz schön, wenn man dann auch wieder trocken ins Reisemobil kommt. Aber ich zeig mal die andere Seite. Ihr habt diese Stauraumsysteme, da komme ich ja gar nicht drüber weg, dass sie dabei sind. Weißt du, wir blicken mal gerade aufs Heck, dass wir mal schauen, weil auch das ist eigentlich ganz nett. Wirkt so ein bisschen busmäßig von hinten, als wäre es so ein Setra oder sowas. Ja, es ist ein Design-Heck, ne? Es ist wunderschön, jetzt auch mit den neuen LED-Lampen. Wenn wir die gleich mal anmachen, dann sieht man das, wie toll das scheint, wie wertig das ist. Das ganze Heck ist total überzeugend und ja, immer schon schön gewesen. Jetzt in der neuen Ausführung für die neue Baureihe noch mal schön. Großes Kino. Hier vorne sind viermal Victron Energy Original Lithium Batterien mit drin. So. Die sind mit drin insgesamt. Und hier sind nochmal zwei Plätze für nochmal zwei. Also nachrüsten könnte man. Das sind so Kleinigkeiten. Das ist ja genial, das Fach, oder? Ja. Hätte ich gar nicht entdeckt direkt. Mhm. So, kannst du rausziehen. Hier sind Steckdosen mit drin. Eine halbe Tonne Belastbarkeit ist hier angegeben. 500 Kilogramm darf also hier die Heckgarage belastet werden. Das Ganze ist natürlich den Achslasten. Aber Niesmann überzeugt durch unglaubliche Zuladung. Wir reden hier von über einer Tonne Zuladung. Genau, über eine Tonne Zuladung, je nach Ausstattung natürlich, aber ja, man sieht es eigentlich an ganz vielen Komponenten, wie viel Wert auch auf Leichtbau gelegt worden ist. Die Materialien sind speziell ausgesucht, es ist ja unheimlich viel Ingenieursleistung auch in die Komponenten gegangen hier. Der zweite Auszug auch wieder komplett auszuziehen mit einem unheimlichen Stauvolumen, sodass man also... Ja, schon eine Riesenfreude hat, wenn man so sich die kleinen Details anguckt,
wie viel Gehirnschmalz da reingelangt. Meine blöde Frage, habt ihr das jetzt rein konfiguriert, dieses Schwerlastsystem, das Stauraumsystem, oder kommt das so bei Minibar? Das ist optional. Ist optional, aber wir haben eigentlich die Ausstellungswagen dann auch immer so ausgestattet, dass wir alles zeigen können. Und das kommt ab Werk direkt. Ab Werk, ja, genau. Das ist natürlich also original, wie es so ist, weil das ist ja doch immer, wenn es ja direkt dafür designt ist und genau gemacht ist, dann könnt ihr das wahrscheinlich auch nicht billiger einbauen als im Werk, oder? Genau. So, hier sieht man, da ist jetzt mal so ein so ein Speicherboden mit drin. Wir reden ja hier über ein Stauraumsystem mit Doppelboden, richtig großen Doppelboden, wie man das kennt aus den ganz großen Fahrzeugen. Alde ist hier auch drin, was ist hier drin? Genau, Alde Heizung. So eine alte Heizung drin. Hier siehst du die Zentralverriegelung, das ist die Zuführung, dass das Ganze gemacht wird. Aber hier auch die ganze Technik. Ihr habt innen drin einen Vollkorpus. Hier ist es auch nochmal verkleidet, oder? Genau, es ist verkleidet, isoliert und dann natürlich auch gerade in den kalten Wintermonaten oder auch bei Schwitzwasser optimal konstruiert, dass es da keine Probleme gibt. Ne? Ja, hier vorne noch zwei Staufächer und die Gasleuchten, da sind wir wieder am Anfang. Das ist so ein System, das habt ihr eingeführt. Alle Fahrzeuge bei euch, das ist uns was ganz Besonderes. Wenn die Tür aufgeht, ich zeige das mal gerade, mach die mal zu, dann mache ich die auf. Dann geht die Tür, die stoppt jetzt hier. Die ist gerade eben, ist sie automatisch zurückgegangen, als du die Klappe aufgemacht hast. Genau. Das ist das System, das Nissan Bischof serienmäßig verbaut. Wenn die Klappe aufgemacht wird, geht die Tür auf keinen Fall weiter als in die 90-Grad-Stellung. Krass. Das ging sogar automatisch, die ist zurückgefahren. Genau. Das war so. Hier überall siehst du Heizkörper hier drunter. Das kann man jetzt nur ahnen, was da ist. Der ganze Boden, der Fußboden ist beheizt. Genau. Beheizt als Grundwärme und dann über die verschiedenen Radiatoren dann einzustellen, was man sich an Wärme halt wünscht. So, das Design fängt hier an. Das ist so eine Optik, die aussieht wie so Filz, kommt unglaublich toll an. Trotzdem kann man sie reinigen. Es ist kein Filz, sondern wenn ich jetzt mal hier drüber fahre, es ist, was kann ich das beschreiben soll? Doch, das ist Filz. Ist das Filz? Das ist Filz, ja. Und das setzt sich ja innen drin fort. Also ein riesen Pluspunkt dieses Fahrzeug ist einfach, dass Nissan Bischof dort nur hochwertige Materialien verwandt hat. Ja, sehr viel Wert auf Haptik, auf Langlebigkeit, auf Wertigkeit gelegt worden ist. Und ist schon wirklich besonders. So, wir gehen rein. Hier vorne siehst du nicht so viel, aber ich vermute mal, dass dahinter was ist. Das werden wir gleich mal sehen. Alles an diesem Fahrzeug ist anders. So viel kann man sagen. Das fängt an, Küche, Materialien, Anordnung von Bedienelementen, die sind nicht hier über dem Eingang drüber. Hier ist nämlich gar nichts. Da ist nur eine Ablage. Felix, komm ruhig rein. Und jetzt siehst du mal in live. Ja. Ist krass, oder? Ja, auf jeden Fall. Wunderschönes Auto. So wie man es vorher, ja, zuvor maximal beim Ice-Move gesehen hat. Also auch hier wieder, hat Nissan Bischof einfach wieder was ganz Neues gebracht, was man vorher noch nicht so kannte. Ja, das, die ganz neue 3030 ist drin mit dem neuen Bedienfeld. Dass man das sieht mal, dass die Bedienoberfläche, hier hast du das große CBE-Panel, das ganz neue drin. Dann überall diese speziellen Schalter, wenn man so drüber fährt, die sich automatisch aktivieren, wenn man die per Touch aktiviert. Wir können das mal gerade zeigen. Das ist die Zentralverriegelung der Klappen gewesen, gell? Nicht der Klappen, der Schubladen. Ach, da sind so Systeme schon drin, dass du das einklemmen kannst, so Töpfe und so. Genau. Also mit ganz viel Aufwand und Liebe und vor allen Dingen auch Verstand konstruiert, sodass man also ganz individuell sich hier seine Küche einsortieren kann, aber vor allen Dingen auch beim Konfigurieren, also beim Zusammenstellen des Fahrzeuges, ist ja beim Flair eine unfassbar große Varianz vorhanden. Also ich kann zwei Kühlschränke montieren, ich kann hier auf der anderen Seite in diesem Schrankmodul auch andere Sachen noch montieren, entweder einen Kühlschrank oder einen Kleiderschrank. In der Küche ist der Backofen möglich oder eine ausziehbare Kühlschublade, sodass man also wirklich sagen muss, ja, sehr individuell. Darf ich ein kleines Detail zeigen? Das ist sensationell. Guck mal hier, die haben die Verkleidung von dem Heki, haben die eingefärbt in dem Stoff, wie es auch so ist. Genau. Habe ich noch nie gesehen. Ja. Das gibt's doch gar nicht, die haben die eingefärbt. Genau, und der dunkle Himmel bietet natürlich auch einfach einen total edlen Innenraum. So, hier ist die Welt dran.
in einer Projektion, die nicht ganz korrekt ist, aber das ist in Ordnung. Ja, sie ist ja gerade. Wir sind wo? Zeig mal Finger drauf im Nacken. Wo wir jetzt sind? Ja, wir sind doch hier in Nordrhein-Westfalen. Nee. Wir sind Niedersachsen. In Niedersachsen. Das möchte ich schon sagen, Niedersachsen, genau. Wo ist denn Wolfsburg eigentlich? Ist auch in Niedersachsen? Wolfsburg ist auch Niedersachsen, ja. Okay, ah, deswegen war eben VW, hast du das so erwähnt. Das heißt, das ist ja hier wahrscheinlich gesetzt, weil ich sag mal Niedersachsen, Wolfsburg, Volkswagen, das ist schon sehr, sehr eng drin. Viele, viele sind auch Zulieferer hier, wahrscheinlich habt viele Zulieferer. Ja, wir haben ja auch das Werk hier, ja. oder eins der Werke, ne? Das wir bauen quasi, ja. Ehemals Karmann, jetzt VW-Werk, da wird das Tirol Cabriolet gebaut. Genau, ist direkt nebenan, auch direkt nebenan bei meiner Arbeit. Also das Autohaus ist auch direkt nebenan. Und also das ist nicht direkt um die Ecke hier. Du bist jetzt, also das ist schon etwas weiter die Anfahrt? Na, 10 Minuten von hier. Zehn Minuten von hier. Da ist das Karmann-Werk. Genau, da ist das alte Karmann-Werk und jetzt VW. Also eine richtige, ich habe das natürlich gewusst, also wie kann man nur NRW sagen, obwohl man hier eins live noch kriegt, oder? Mit Glück kriegt man es, ja. Glück kriegt man es, sie ist es da. Das ist übrigens mal eine interessante Idee, die Oberschränke mal komplett wegzulassen. Was direkt mal auffällt, wenn man zurückgeht, ist, du hast keine Stufe, keine Erhebung hier. Also alles ist komplett eben und so Besonderheiten, die haben Schienensysteme drauf, bei denen du den Tisch verschieben kannst in alle nur erdenklichen Positionen. Du kannst ihn oben verschieben, du kannst ihn aber auch unten auf der Schiene verschieben. Genau. Und das ist also der kann gedreht werden, er kann verlängert werden, er kann rausgezogen werden. Also man kann wirklich den Tisch in alle möglichen Richtungen hier verändern. Je nach Bedarf bzw. nach Wunsch ist das also dann einzustellen. Ne? Krass, das heißt, du kannst Face-to-Face machen, du kannst aber auch den als Einzeltisch benutzen, wenn du jetzt zum Beispiel alleine bist. Genau. Damit der Durchgang gewährleistet ist, dann die ganzen Polster sind so beschaffen, dass sie aussehen wie zu Hause. Es soll nicht aussehen, eigentlich soll es aussehen wie so ein Loft-Apartment, oder? Genau, wir haben bei Niesmann Bischof jetzt seit vielen Jahren schon eine unheimliche Varianz in den Polstern. Da gibt es also verschiedene Designlinien und Farben, vor allen Dingen auch Materialien, sodass man also sehr, sehr individuell verschiedenste Varianten sich zusammenstellen kann. Krass, und das ist hier Filz hier oben. Das ist aber auch so ein Hingucker. Das ist so ein freistehendes Teil, wo du Sachen reinmachen kannst. Zum Beispiel die Kaffeemaschine, was ist hier oben gedacht? Oder wahrscheinlich was anderes, oder? Genau, da kann man irgendwas abstellen. Das ist, ist eine sehr schöne Raumteiler. Ist da Glas drunter? Ja, oder? Genau, da ist Glas drunter. Boah, sag mal, du hast ihn direkt bestellt auf der Messe, oder? Oder ist das schon länger her? Ja, das ist schon länger her. Die Bestellungen der Wagen, die sind schon einige Monate im Voraus mit. Der wurde ja vorgestellt lange vorher, oder hast du den vorher gesehen, so in Zeichnungen? Nein, ich habe nicht ganz viel gesehen. Da wurde doch sehr lange auch jegliche Information von der Öffentlichkeit, auch von den Händlern ferngehalten. Die offizielle Vorstellung war dann jetzt im Sommer in Österreich und seitdem sind wir also dann genau informiert, was wir jetzt in Zukunft anbieten dürfen. Felix, Matthias, setzt euch mal gerade dahin bitte, dass man das mal sieht. Das ist Face-to-Face, er schiebt den Tisch ein bisschen rüber, dann könnt ihr nebeneinander sitzen, zwei große Männer, die da sind. Jetzt gibt es Spaghetti Carbonara, nee, könnte es geben. Der Tisch kann ausgeklappt werden. Dann, die vorne sind drehbar, es riecht richtig nach edlem Leder hier drin. Also es ist wirklich, man muss alle Sinne anschalten, wenn man hier einsteigt, oder? Genau, und dann einfach sich hinsetzen, den Blick walten lassen und einfach nur genießen. Es ist, ist wirklich eine richtig aufregende Situation, gerade jetzt, wo man es fertig sieht, wo man einen Serienstand sieht, wo man letztendlich dann auch einen Kunden hier hineinnehmen kann, erzählen kann, begeistern kann für das, was Niesmann Bischof da auf die Beine gestellt hat. Ne? Ja, bleibt mal sitzen. Ich zeige mal kleine Details. Wenn ihr den Tisch nochmal bitte einklappt, weil da können wir jetzt einen netten Spieleabend draus machen für deine Kumpels oder und so weiter. Jetzt wäre es schon wieder etwas mehr so Kaffeetrinken-mäßig. Jetzt ist es zum Arbeiten. Das ist ziemlich cool. Jetzt hast du an der Seite hier, guck mal, du hast eine Armauflage aus Leder. Daneben ist, ich glaube, das hat eine Funktion, was daneben ist, oder, Matthias?
Genau, also da kann eine Kühlbox drin sein, da ist in diesem Fall jetzt ein Schubladen-Sideboard. Aber es gibt natürlich auch ganz viele andere Möglichkeiten. Ne? So, hier oben drauf, ich hatte das nämlich gesehen, das hat da, glaube ich, auch irgendeine Funktion hat, glaube ich, für Fernbedienungen, die du reinlegen kannst. Da kannst du Schlüssel reinlegen, wenn du reinkommst. Kannst Handys laden, habe ich gesehen. Zum Beispiel, genau. Das ist sensationell. Die Lampen, die kenne ich aus dem Ice Move. Mhm. Sind die gleichen Lampen, haben sich dort schon bewährt, auch mit dem Filz an der Seitenwand, was nicht nur schallschluckend ist, sondern auch ja, unfassbar edel aussieht, was ja ganz leicht auch zur Pinnwand werden kann, wo man wirklich rückstandslos dann ja, seine Bilder oder individuellen Kalender aufhängen kann. Das ist, ich werde direkt ein Foto von dir aufhängen. Wenn von ich mir? Ja, klar. Das wird das Auto natürlich aufwerten, das stimmt. Absolut. Der Felix. Zeig mal das Preisschild bitte. Also wie er hier steht, das ist das Auto hier, richtig, mit der Ausstattung. Genau. 331.998 Euro. Wer sich auskennt, das ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis gut. Jetzt muss ich immer aufpassen, weil ich sage, wenn da eine 3 steht und die Zahl 6 Stellen hat, ja, dann sagen viele, das ist natürlich unfassbar viel Geld für einen Traum. Aber es ist ein Designerhaus, fix und fertig eingerichtet auf Rädern. Ja, es ist sehr viel Geld, da muss man einfach auch immer so demütig und so sagen wir mal realistisch sein. Es ist wirklich viel Geld, was da draufsteht hier, aber man muss letztendlich auch die, ja, ich sag mal, den Gegenwert sehen. Ne? Man bekommt das beste Chassis in der Klasse, man bekommt gerade bei Nissan Bischof die nicht nur die ganzen Assistenzsysteme, sondern man bekommt auch das Sicherheitspaket mit dem Airbag, einziges Fahrzeug in der Klasse mit Airbag, Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag. Ja, und wenn man sich dann hier durch jongliert durch diesen Loft, durch diesen, sagen wir mal, durch diese Designerwohnung, dann ist es wirklich, wirklich klasse zu sehen, was da alles geboten wird. Ne? Ist ja was dahinter, hinter den Klappen auch? Genau, hier ist ein Dunstabzug hinter, wenn man das möchte, oder halt ein Stauraum, das ist eine Option. Gibt es auch einen ausfahrbaren Dunstabzug. Habe ich immer gewünscht, weißt du, für so Flaschen, der ein bisschen tiefer ist, wo du was reinstellen kannst, genau. So Ölflaschen und so weiter, die kannst du nochmal eigentlich unterbringen. Ja, genau. Was ist das für ein Material? Ist das auch so ein praktisch Korean ähnlich? Das ist original Korean, also 75% Granitstaub und 25% Bindematerial, und dadurch erzeugt man einfach eine unheimliche, nicht nur Optik, sondern auch eine sehr hohe Stabilität, Hitzebeständigkeit, Schnitt, Stoßbeständigkeit, also fast wie eine Granitplatte. Ist das echt so? Weil es sieht aus wie Kunststoff. Es ist aber so unglaublich belastbar, oder? Genau. Da kann auch mal ein heißer Topf drauf? Kann ein heißer Topf drauf. Und ja, vor allen Dingen, man hat nicht irgendwelche Schnittmerkmale oder Anstoßkanten, weil es halt sehr hart ist. Ne? Natürlich ist das auch irgendwo begrenzt, die Belastbarkeit, aber es ist sehr widerstandsfähig. Felix, fahr mal kurz mal über die Schalter drüber. Ich will mal sehen, wie man die aktiviert. Weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn du quasi schläfst und du hast da so helle Schalter, die dich irgendwie nerven. Und das ist hier perfekt gelöst. Man fährt einfach nur drüber und dann werden die Schalter aktiviert. Genau. Krass. Also alles Touch. Das ist ja schon im Ice Move. Das funktioniert gut? Ja, hervorragend. So, lass mal zeigen, was ist da drunter für eine große Schublade, ein Kühlschrank? Ah, hier könnte zum Beispiel eine, also es gibt Spülmaschine. Wie ich gerade schon gesagt habe, es gibt die Möglichkeit halt Küche, aber auch hier im weiteren Verlauf dann diese Schrankwand ganz individuell sich auszustatten. In dem Fall haben wir jetzt hier eine Dometic Tech Tower drin. Mit einem großen Gefrierfach, aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, hier nur Kleiderschrank zu haben und dann in der Küche entsprechend eine Kühlschublade, wie im Ice Move auch. Man kann viel Kleiderschrank wählen oder viel Kühlschrank wählen, also ganz individuell. Zeig den Kleiderschrank. Ist das hier auszustatten. In dem Fall haben wir uns hier für einen Kleiderschrank mit vielen Schubladen entschieden. Aber das kann der Kunde ja am Konfigurator oder auch bei uns jetzt hier in der Kundenberatung sich ganz individuell zusammenstellen. Boah,
Das ist ja nicht jedermanns Sache, das Design hier, weil das ist ja jetzt nicht, wie nennt man das in NRW, Gelsenkirchener Barock, mhm. sondern es ist schon High-End-Design, sehr zeitlos, mhm. also so oder so ähnlich grifflos, gibt es ja schon seit 20 Jahren, was sich sehr fortgesetzt hat. Aber wenn es zum Thema Dusche kommt oder Glas, da gehen wir gleich hin, wo du gerade hinzeigst. Ich will es noch nicht, bitte zeig es noch nicht, ich will mal eine Sache zeigen. Was ist das hier? Wir haben es am Eingang eben gezeigt. Guck mal hier, diese Glasfront, was kann die? Was ist dahinter? Weißt du es? Genau, da ist also jetzt eine... Das ist ja krass. Apothekerauszug. In Glas? In Glas, genau. So, du kannst ja sowas nicht kaufen, oder? Im Bausatz bei Dometic oder so, fix und fertig. Das ist wahrscheinlich hier speziell angefertigt, oder? Ja, es sind ganz viele angefertigte, also speziell für das Fahrzeug entwickelte Komponenten. Weil sowas kann man natürlich jetzt nicht fertig von der Stange nehmen. Ne? Guck mal hier, der Schalter, da ist das Reisemobil abgebildet, dass du siehst. Ja. Einmal ist es die Markisenbeleuchtung, die drauf ist, dann genau. nochmal die Stauraumbeleuchtung. Genau, Stauraumbeleuchtung, die Trittstufe, die man hier ein- und ausfahren kann. Ne, und hier oben dann auch die verschiedensten anderen Komponenten, die Verschattung, der Eisex für die Gasflaschen und so weiter. Also alles in einem Datenbus vorhanden. Krass finde ich die Rettungskarte. Das ist im Flugzeug. Fehlt nur noch das Boot, was sich automatisch... So, ja, wir haben eben so ein Video gemacht, könnt ihr mal reinschauen. Morillo-Video. Dort haben wir eine Flugkapitän-Ansage in Morillo gemacht. Willkommen an Bord des Morillo. Und so weiter. Ja, es führt sich durchs ganze Fahrzeug durch. Du magst die Tür mal kurz zeigen, die Glastür hier? Dass wir das mal sehen. Mehr Licht. Boah, das Licht ist schon krass, oder? Ja, auf jeden Fall. Also der Raum wirkt hier ganz anders dadurch. So, das war uns die Zentralverriegelung für Türen, habe ich das Gefühl. Wir haben alle Schubladen zentral verriegelt. Wir haben übrigens ein Video auf der Messe gedreht, das ist so sensationell, mit dem Marketingchef, dem Philipp? Philipp Kumas, herzliche genau. Grüße an ihn. Naja, nicht nur Marketingchef, sondern auch Vertriebsleiter. Vertriebsleiter. Für die schönen Fahrzeuge und ja, unfassbar erfahren, ja auch viele Jahre schon dabei. Und guck mal hier, ja. da vorne ist der Kollege. Vielleicht kann er uns mal helfen mit der Zentralverriegelung. Er weiß das bestimmt. Hat gerade eben... Er war klar. Das machen wir gleich. So, dann, wir zeigen mal gerade Handtuchhalter in Schwarz. Genau. Habe ich auch noch nie gesehen. Was ist das hier? Das ist auch nochmal so eine Ablage, die man hier dran machen kann als Schutz und so weiter. Aus Leder gefertigt. Okay. Die sind Halter für Handtücher, Bademantel. Du weißt, dass du jetzt ganz viele Anfragen für die Halter kriegst. Ja, die sind klasse. Die gehen natürlich auf andere Handtuchheizkörper, ne? Hast du die da? Die habe ich nicht da. Die habe ich nicht da, aber es ist natürlich zu bestellen. Ist zu bestellen. Hier oben hast du einen Ventilator mit drin. Das ist eine Tür. Kannst du zuziehen. Ein Highlight ist natürlich hier diese Glasscheibe. Damit kannst du den Raum erweitern. Und man kann die Glasscheibe elektrisch, glaube ich, milchig machen oder durchsichtig. Und da haben meine Kollegen haben das ja gefilmt und die waren schon ganz hin und weg und haben gesagt, hier, das musst du unbedingt mal zeigen. Und das hat witzigerweise nur in einem Auto funktioniert, weil irgendwas aktiviert werden musste. Und bin mal immer sehr gespannt. Boah, wenn die Leute jetzt reinschreiben, wenn ihr wieder in die Kommentare reinschreibt, na, ihr hättet euch ja mal besser vorbereiten können, dann macht das doch mal, kommt am besten mal hier hin. Ihr seid in der Nähe von Osnabrück in Bissendorf. Bissendorf, genau. Und da könnt ihr ja mal zeigen, wie es geht. Es ist so, wenn du was ganz Neues kriegst mit allen drum und dran. Und die Besonderheit hierbei ist wirklich, alles ist neu durchdacht worden. Echtglasfenster, hast du mir gesagt. Das ist also auch eine Besonderheit in der Klasse, dass du so viel Zuladung hast und Echtglasfenster, oder? Serienmäßig Echtglasfenster. Das ist auch ein Novum in der Klasse. Gibt es natürlich auch bei anderen Fabrikaten, aber hier ist es serienmäßig und bringt natürlich ja, Kratzfestigkeit, bringt Stabilität, Isolierwerte, Hochwertigkeit über viele Jahre dann natürlich. Und ja, man muss sagen, es ist auch ein Novum und ist vor allen Dingen auch so ein USP
was der Wagen bietet. Alles grifflos, es gibt verschiedene Farben. Du hast dich jetzt für Anthrazit hier bei dem Fahrzeug entschieden. Ist das ein Lagerwagen eigentlich, der da ist? Ja. Genau, das Ausstellungsfahrzeug, der erste, wie gesagt, der heute gerade erst angeliefert wurde. Und jetzt für die nächsten Monate uns hier die Möglichkeit geben soll, den Wagen vorzuführen. So, ist der Fernseher, ganz viel indirekte Beleuchtung. Überall, wo du hinguckst, indirekt. Fernseher. Keine Kabel, sind da Kabel dahinter? Ja. Du siehst nichts von hier aus. Genau. Das ist gut gemacht. Dann hier unten hast du so eine Lichtleiste. Alles indirekt, was mir natürlich sehr entgegenkommt. Da spiegelt sich nichts im Fernseher oder so. Dann hast du in der Decke hast du indirekte Beleuchtung mit drin und direkte Beleuchtung. Dann auch das Raumgefühl, wenn du hier reinhältst. Das ist schon eigentlich erinnert nichts mehr an Reisemobil. Ja, es ändert schon einiges noch an Reisemobil, aber es ist halt eine neue Welt, ne? Eine neue Designwelt, neue Materialwelt, auch die Ausstattungsmöglichkeiten, was der Kunde hat hier, das ist beispielsweise auch rausziehbar, ne, dass man da rankommt. Das ist aber nur Betonoptik, oder? Obwohl das so, das genau, ist so gut genau gemacht, also da sind sogar die Löcher drin, als würdest du hier Beton schwemmen oder irgendwas und das Ganze machen. Das ist gut gemacht und was, ich sag mal, neu ist die Rezipienz bei den Leuten, die das Ganze hier sehen. Sind die Leute da geteilter Meinung oder ist das so, wenn jemand jetzt einen Ice-Move hatte und jetzt eine Nummer größer will, dass er sich direkt hier zurechtfindet, weil es sind ja viele Elemente aus dem Ice-Move übernommen? Ja, aber hier ist es nochmal ein bisschen weiterentwickelt. Die Designwelt, sage ich mal, und das auch die Materialien sind natürlich im Großen übernommen, aber hier im Flair natürlich nochmal auf einem ganz anderen Niveau. Ich hatte das ja vorhin schon erzählt, bezüglich der ganzen technischen Eckdaten ist es so, dass der Flair natürlich nochmal viel mehr bietet. Ne? So, komm, wir gehen mal raus. Wir werden noch euch erhalten bleiben, denn wir werden nächsten Monat nochmal kommen, dann werden wir das ganze Setup nochmal machen, da werden wir mal eine große Einweisung kriegen in alles das, was geht, ja, denn es gibt so viele Hidden Gadgets, die mir der Marketingchef oder der Vertriebschef von Niesmann Bischof erzählt hat, unter anderem hier dieses schwenkbare Couch-Element, was wir jetzt nicht probieren wollen, weil da müssen wir ein bisschen üben oder geht's? Kriegst du es hin? Das wird einmal um 90 Grad gedreht und ist dann praktisch in der, Sitzbank. In der Fahrtrichtung, genau, die ja. Sitzbank. Also das kann hier dann rausgezogen werden, entsprechend dann mit dem Kissen, was ich eben schon gezeigt habe, aufgefüllt werden und dann entsprechend hier mit zwei in Fahrtrichtung platzierten Mitfahrern belegt werden. Okay, die ganze Bank wird gedreht, gell? Genau. Also guckt euch das Video an, da haben wir übrigens auch das Thema Dusche nochmal gezeigt. Ich werde es euch quer verlinken nochmal in dem Video. Er ist angekommen, er kam quasi gerade erst an. Üblicherweise habt ihr so einen Punktecheck, wenn ihr die Fahrzeuge übernehmt, da sind Siegel oft drauf auf den Autos, dann habt ihr, glaube ich, eine Woche Zeit, die auf Herz und Nieren zu testen, genau. Oder? So ist es. Und dann gibt es dann einen Punktecheck und dann kommen die hier rein. Dürfen die Kunden auch Probe fahren, so ein Fahrzeug, oder steht das hier eigentlich eher? Nee, das kann schon Probe gefahren werden, das geht schon. Aber jetzt ist es halt so, dass du mit der Kamera schneller warst als die Abnahme, die Annahme, Check-Annahme, so wie wir das nennen. Und trotzdem ist es natürlich so, dass auf Termin dann auch hier eine Probefahrt gemacht werden kann. Hier vorne noch das Originalschild nach 50 Kilometern Radmutter nachziehen. Also der ist flammneu, er ist gerade erst gekommen. Dann vielleicht ein kleine Kostprobe drücken, Pushlocks, ja. Ja genau. Guck dir mal die Tiefe hier von den Schränken an, das ist ja, ist ja krass, oder? Ja, unfassbar viel Stauraum. Ach, dass sich jemand getraut hat, hier mal die Schränke wegzulassen. Ja, gibt ein ganz neues Raumgefühl, eine ganz neue Großzügigkeit. Ist ungewohnt, ja, aber ist ein tolles Bild und Das Raumgefühl ist so irre groß, also oder? Hat der 2,50 Breite? Nee. Nee, der ist nicht 2,50 breit, ist 2,45, glaube ich. Das ist also. Ja, ich guck mal drauf. 2,41. 2,41, 9,27 Meter lang, genau. 3,34 Meter Höhe und sensationell. Ja, Liegewiese übrigens 2 Meter mal 2 Meter, also 2,01 Meter mal 2,04 Meter.
das ist groß und der ist natürlich Händler Erstausstattung ordentlich ausgestattet. Aber das ist schon die Ausstattung, die wählen würde. Hubstützen mit dabei, Luftfahrwerk sehe ich gerade hier vorne. Ja, Vollluftfederung, genau. Auch hier vorne hast du noch ein Bedienelement direkt am Fahrer, wo du die wichtigsten Sachen wie Trittstufe, Zentralverriegelung und so weiter steuern kannst. Ja. Alles beledert in einer ganz krassen Qualität, oder? Das ist ja, das ist Automotivqualität, diese Tiefziehteile dann beledert und abgesteppt, also wirklich schön und auch das Original. Armaturenbrett von Iveco ist super integriert hier nach rechts und links mit den Anbauteilen. Ihr habt ein Airbag habt ihr im Lenkrad drin. Das habe ich noch nie gesehen im Reisemobil. Also im voll integrierten Reisemobil ist es wirklich einzigartig. Hier vorne in der Klasse, was die Tonnage angeht, 7,49 Tonnen und dann Airbag, Beifahrer-Airbag. Das ist wirklich ein Sicherheits Argument, was Niesmann Bischoff exklusiv hat. Also 8-Gang-Wandler, das ist normal. Dann alle Bedienelemente, ist das Original-Cockpit. Das heißt, so wie Iveco das am ergonomischsten gehalten hat. Keine Schalter sind umgebaut. Genau an der Stelle hier zum Beispiel City, Bergabfahrhilfe und auf einer Höhe, wo du alles direkt sehen kannst. Navigation in Szenik ist mit drin, das ist pragmatisch, funktioniert. Absolut. Hm? Eine Sperre ist mit drin, das finde ich auch gut. Differentialsperre hast du reingemacht. Gibt es überhaupt ohne, sinnvollerweise? Ja, gibt es auch ohne, aber es macht natürlich Sinn. Ne? Der Boden, auch der ist schön, Eiche. Genau, so eine Schiffsbodenoptik, schön zu reinigen, aber trotzdem sehr hochwertig. Ja, der Papa macht das schon gut, Felix. Du bist jetzt etwas länger hier oder hast du Ferien frei? Nee, ich war vorhin selber noch auf der Arbeit und bin dann direkt danach mal hier hingekommen. Ne, mache ich auch öfter mal. Einfach also mal gucken. Du wolltest den neuen Niesmann gucken. Genau, schauen, was es hier so Neues immer gibt, ne, weil hier dreht sich ja die Welt auch immer jeden Tag weiter und es gibt immer wieder neue Sachen zu sehen. Und, ja. Hast du mal als Schüler hier gejobbt damals? Ja. Also dann in den Ferien ja auch angefangen, ähnlich wie Papa mit ja, Wohnwagen und Wohnmobilen waschen. Ja, echt, du hast sie gewaschen? Ja klar. Du bist ja der Sohn vom Chef, da wäscht man doch nicht, oder? Natürlich. Ist das egal, du machst alles. Ja, gehört alles dazu. Okay. Ne? Einmal von der Pike auf den ganzen Laden mal. Auf jeden Fall. Gerade wenn man einen Betrieb führen will, muss man auch ja, jede Abteilung kennen und ja, wissen, ja, was da Phase ist und alles auch mal mitgemacht zu haben. Guck mal, wie stolz ein Papa guckt. Das war die richtige Antwort? War die richtige Antwort, ja. Ach, ich schmunzel. Ich habe natürlich Freude dran, das so zu hören. Alles gut. Du hast den perfekten Sohn, der hat nie Ärger gemacht. Der war immer pflegeleicht. Ja, genau. Kein Ärger. Sehr schön. Also wir haben ihn noch nicht aus dem Gefängnis abholen müssen und wir haben auch nicht davon gehört, dass es mal so weit kommen sollte. Also alles in Ordnung. Okay, also ein ganz normaler Durchschnittssohn. Wolltest du gerade sagen, Durchschnittskrimineller oder was? Nee, passt. Sehr schön. Also, wir sind im Flair, wie heißt der Flair? Ich habe draußen noch was gelesen. Flair 29. Da stand noch was hinten auf dem Heck drauf. Flair. Clueline. Clueline. Clueline, ja. Was ist Clueline? Ja, Clueline ist eigentlich diese Designbeschreibung von dem Fahrzeug. Der Clou ist ja bei Niesmann Bischoff das High-End-Fahrzeug aus den Ursprungsjahren. Und dieser Name Clou hat natürlich eine ganz faszinierende Magie fast. Und deswegen werden diese Designlinien jetzt auch Clueline genannt. Ist das des Clueline würdig? Absolut. Absolut. Also ich bin wirklich begeistert. Mhm. Bin froh, bin stolz, dass wir über 25 Jahre Niesmann Bischoff jetzt vertreiben dürfen, ich dabei sein darf und ja. Du kennst ja die Sprüche, was die gesagt haben oder die Leute immer noch sagen. Mhm. Ja, wenn die mal so gut bauen würden, wie sie mal gebaut haben. Kennst du das? Das kenne ich überhaupt nicht. Kennst du gar nicht? Nein, aber es ist natürlich so, dass jedes neue Produkt auch gerade in der Einführungsphase an dieser oder jener Stelle noch in der Tiefe nachgefeilt werden muss. Aha. Das kennen wir von allen Fabrikaten. Das ist auch bei Niesmann Bischoff so. Mhm. Das ist auch nichts Schlimmes. Das ist was Normales. Auch natürlich überall neue Techniken, die da angewandt werden. Und von daher sage ich, ist das, was wir hier haben, ist die Zukunft. Das ist nicht nur vom Design, auch von den technischen Eckdaten.
das, was man woanders im Moment wahrscheinlich in der Art und Weise auch nicht findet. Und ja, gerade derjenige, der ein bisschen mehr Design, der ein bisschen mehr Modernität und Sportlichkeit wünscht, der ist mit dem Auto wirklich, wirklich, wirklich ganz toll dran. Ja, und auch viel Raum und viel Platz, viel Durchgangsbreite, all das ist da. Also, wenn Sie Ihr Weihnachtsgeld bekommen haben, dann können Sie sofort kaufen. Sie brauchen nur noch 331.998 Euro. Das Ganze kann auch finanziert werden, machen auch viele, muss man sagen. Also, ja, klar, oder ich sag mal, haben vielleicht nur ein Budget 200, haben dann gesagt, kommen die 131, die gönne ich mir dann auch noch. Aber es sind oft Unternehmer, muss man sagen. Also die hart gearbeitet haben, die vielleicht ein Haus auflösen oder eine Eigentumswohnung, für die kriegt man ja gutes Geld. Und dann sich ihren Traum praktisch verwirklichen vom Reisen. Ihr seid ja unterwegs bei Volkswagen mit dem Grand California. Ist eine eigene, andere Gruppe. Man ist etwas flexibler, Fahrzeuge sind etwas kleiner, kastenwagenmäßiger. Aber die Leute, die da einsteigen, die haben die gleichen feurigen Augen, wenn sie die abholen, nehme ich an, als die ganz großen Linerkunden, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ja, Camping fasziniert jeden. Also wie ich vorhin schon auch erzählt habe, ja, ich selber gehe auch in meiner Freizeit campen. Also von jung bis alt, ja, ist für jeden was dabei. Und jeder hat ja auch so seine individuellen Vorstellungen. Und ja, unsere Branche kann die, denke ich, auch ja, alle irgendwo befriedigen. Ne? Ob es jetzt mit einem Kastenwagen ist oder einem Luxusliner. Ja, was ich cool finde, dass ihr von ganz groß bis ganz klein, ihr habt alles, vom kleinen Wohnwagen für vielleicht 15.000, 20.000 Euro habt ihr da, bis zum High-End-Liner für, ich glaube, fast 1 Million mit Auto, haben wir dann gesehen. Matthias Welz und Felix Welz, zwei gestandene, ja, Unternehmer noch nicht. Der Felix ist ja noch in der Ausbildung, aber ich denke, du wirst ganz schwer in die Schuhe vom Papa rutschen. Und du hast ja noch eine Tochter, muss man sagen, die auch sehr, sehr, ich sag mal, sehr, sehr agil unternehmen und unterwegs ist, mit Assistentin der Geschäftsführung in einer anderen Stadt ist sie, oder? Genau, unsere Tochter Pia ist in Hamburg seit vielen Jahren, hat dort studiert, ist ja, glücklich. Und ja, im Moment als, ja, Assistentin der Geschäftsführung in einem großen Personalunternehmen unterwegs. Und ja. Gut, also die Nachfolge ist gesichert irgendwann mal, vielleicht. Wir werden sehen. Also Felix, vielen, vielen Dank euch beiden. Der Flair 920 Clue Line, Modelljahr 2023. Und es ist wirklich ein großer Wurf. Tschüss euch beiden. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.